Ja, schönen guten Abend. Ich habe heute das Thema Teilen ist das neue Haben mitgebracht. Teilen ist ja total in Mode im Moment. Wir teilen alles mit der ganzen Welt. Wir teilen unsere Lebensereignisse auf Facebook. Wir teilen Fotos auf Instagram, zum Beispiel vom Weihnachtsbaum. Auch Weihnachten, gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit, hat das alles ganz viel mit Teilen zu tun. Wir wollen die Vorfreude teilen, wir wollen schenken, ist ja auch so eine Art von Teilen. Nur die eigenen Geschenke, die teilen wir dann nicht so gerne. Aber letztendlich, so eine Art von Teilen meine ich eigentlich gar nicht. Ich meine eher so eine Art von Teilen wie Carsharing. Beim Carsharing hat man kein eigenes Auto mehr, man besitzt kein eigenes Auto mehr, sondern wenn man eins braucht, dann benutzt man einfach eins aus dem Carsharing-Pool. Mein Nachbar führt das Ganze noch eine Ecke weiter. Der hat auf seinem Briefkasten solche Aufkleber angebracht mit der Überschrift, das alles kannst du von mir leihen. Und auf diesen Aufklebern sind dann zum Beispiel eine Bohrmaschine oder ein Beamer oder auch ein Mixer. Ich finde das eine total gute Idee und habe auch mal drüber nachgedacht, was könnte ich denn verleihen? Ich habe so eine schöne Photovoltaikanlage auf meinem Dach, ich habe einen Energiespeicher im Keller und gerade bei dem Energiespeicher, das habe ich mir mal genauer angeguckt, inwiefern ich den denn überhaupt verwende und habe mir mal angeschaut, so ein ganzes Jahr als Tortendiagramm dargestellt, so 20% der Zeit lade ich den erstmal nur und 30% entlade ich ihn nur und die Hälfte der Zeit, da arbeitet der Speicher eigentlich gar nicht, der schläft. Und in der Zeit, da könnte ich den Speicher doch verleihen. Das wäre doch eigentlich eine super Idee. Also der Entschluss ist gefasst, ich möchte gerne meinen Speicher verleihen. Nur, wenn ich mir das jetzt so genauer überlege, stelle ich fest, da gibt es so die eine oder andere Hürde dabei. Bevor ich die nochmal genauer erkläre, muss ich erst nochmal erläutern, wie funktioniert das denn mit meinem Speicher und meiner Photovoltaikanlage im Moment. Wir haben ja hier mein schönes Haus und ich bin natürlich am Netz angeschlossen. So, und wenn ich jetzt zu viel Photovoltaikerzeugung habe, dann kann ich das einspeisen und nach dem Erneuerbaren Energiengesetz bekomme ich da EEG-Vergütung für. So weit, so gut. Ich kann sogar den Strom aus meiner Photovoltaikanlage erstmal zwischenspeichern und wieder ins Netz einspeisen und bekomme auch noch EEG-Vergütung dafür. Und wenn wir jetzt über die Hürden nachdenken, dann haben die ganz viel mit der EEG-Vergütung zu tun. Das sind zum einen die Farbenlehre des Erneuerbaren Energiengesetz und zum anderen die Stromverkehrsregeln. Aber wir fangen jetzt erstmal mit der Farbenlehre des Erneuerbaren Energiengesetzes an. Dazu habe ich mal folgende Rechnung hier mitgebracht. Was glauben Sie, welche dieser Rechnungen stimmt? Wenn ich 5 grüne Kugeln und, naja, sagen wir Elektronen, 5 grüne Elektronen und eine graue Elektronen addiere, sind das dann immer noch 5 grüne Elektronen und eine graue? Oder werden das dann 6 graue Elektronen? Ich löse es mal auf. Es sind 6 graue Elektronen. Fragt man sich natürlich erstmal, warum? Dafür müssen wir nochmal ins Erneuerbaren Energiengesetz reingucken. Ich habe mal die Version 2014 mitgebracht. Ich bin halt noch ein bisschen hinter der Zeit. Paragraph D19. So, die Gesetzestexte lesen ist natürlich ein bisschen langweilig. Deswegen machen wir das jetzt mal mit der Erpresserbriefmethode und gucken uns nur so ein paar Schnipsel an. Was steht denn da? Also, Betreiber von Anlagen haben einen Anspruch auf Einspeisevergütung. Soweit haben wir da erstmal nichts dagegen. Der Anspruch besteht auch dann, wenn der Strom zwischengespeichert worden ist. Finden wir auch noch gut. Aber hier oben kommt es dann, in denen ausschließlich erneuerbare Energien eingesetzt worden sind. Und da wird es jetzt schon langsam heikel. Da steht nämlich das Wörtchen ausschließlich. Und wenn wir jetzt einen Juristen fragen, ob wir EEG-Vergütung noch bekommen, dann sagen die, nö. Gut, sie sagen es ein bisschen komplizierter. Gut, was könnten wir da machen? Der Vorschlag wäre ja erstmal, wir könnten das Wörtchen streichen, ist wahrscheinlich nicht so die beste Lösung, aber wir könnten ja einen neuen Paragraphen einführen und in dem dann den Speicherbegriff im EEG mal richtig klären und da dann auch sagen, dass die Rechnung doch vielleicht die bessere wäre. Also zur Farbenlehre des EEGs haben wir einen Vorschlag, wie wir das machen könnten. Kommen wir einmal zu den Stromverkehrsregeln.
Wie sieht das da aus? Ich habe hier nochmal die Situation mitgebracht, die ich eben schon dargestellt habe. Nur jetzt könnte ich ja auf die Idee kommen, meinen Speicher aus dem Netz zu laden und dann den Strom wieder ins Netz zu entladen und dann zu sagen, der war aus meiner Photovoltaikanlage, da hätte ich gerne EEG-Vergütung für. Das ist natürlich zu Recht Betrug, das sollte nicht passieren, das sollte man verhindern, definitiv. Und was ist jetzt die Lösung dafür aktuell? Aktuell sagen wir, okay, wir sollten das einfach verbieten. Das darf einfach nicht passieren. Wir führen also hier sozusagen eine Einbahnstraßenregelung da ein. Dann können wir ganz sicherstellen, in dem Speicher ist nur noch grüner Strom und ich kann auch weiterhin die EEG-Vergütung bekommen. Für mich ist das jetzt natürlich total blöd. Ich würde ja gerne meinen Speicher teilen. Und wenn ich meinen Speicher teile, ist ja nicht ein Waffeleisen. Das trage ich ja nicht rüber und baue es ab, sondern das wird ja gleichzeitig verwendet über das Netz. Also von daher, ich brauche die Verbindung, dass derjenige, der einen Speicher von mir lädt, aus dem Netz meinen Speicher laden kann. So, was könnte man da als Alternative machen? Mit einem Messkonzept, mit dem man jederzeit nachweisen kann, welche Energiemengen in den Speicher aus dem Netz geladen wurden oder in die Photovoltaikanlage, damit wäre das möglich. Wie würde so ein Messkonzept aussehen? Man bräuchte hier nochmal einen Zähler vor dem Batteriespeicher, der zählt, was geht in den Batteriespeicher rein und was kommt aus dem Batteriespeicher raus. Und man bräuchte am Netzverknüpfungspunkt einen Batteriespeicher, einen Zähler, der zählt dann auch, was geht ins Netz rein und was kommt aus dem Netz raus. Und dann braucht man noch eine Recheneinheit, die das Ganze verrechnet und ein Energiemanagementsystem, was das Ganze dirigiert und die Leistungsflüsse dirigiert. In Wirklichkeit sieht das Ganze dann noch ein bisschen komplexer aus. Ich habe jede Menge Leistungsflüsse, um die ich mich kümmern muss. Ich muss nachweisen, dass die Rechenbox richtig arbeitet. Ich muss mich mit Laufzeitunterschieden beschäftigen. Ich muss das Timing beachten. Man kann dann auch eine Doktorarbeit drüber schreiben, aber das ist eigentlich gar nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass ich mit diesem Messkonzept jetzt tatsächlich meinen Speicher teilen kann. Und ich habe auch schon einen Aufkleber dafür.